Good morning in the morning. Ich melde mich zurück nach unserem Ungarn-Urlaub. Wir sind jetzt seit knapp 5 Tagen wieder zu Hause. Heute ist der 1.7. Und heute starte ich ein total aufregendes Projekt, was ich schon mal gemacht habe. Und zwar ist ein richtig cooles Paket bei mir angekommen von Offset Nutrition. Kennt man aus Social Media und so weiter. Ich habe früher schon mal mit denen kooperiert und habe damit richtig gut abgenommen. Und ich habe euch ja im letzten Video schon erzählt, dass ich gerade wieder so ein bisschen versuche, was zu verändern. Weil ich irgendwie mal so ein richtiges Erfolgserlebnis brauche, um mal wieder ein bisschen so dran zu bleiben. Dachte ich mir, ich mache auf jeden Fall mal so einen 2-Wochen-Plan von Offset Nutrition. Und ich zeige euch jetzt gleich erstmal, was alles in dem Paket ist und erzähle euch schon mal ein bisschen was dazu. Und dann machen wir auch schon meine erste Mahlzeit für heute. Ich sage das direkt mal am Anfang, weil es gibt bestimmt viele Leute von euch, die das auch mal ausprobieren wollen. In der Infobox sind natürlich meine Rabattcodes. Ihr könnt natürlich mit meinem Code sparen. Was denkt ihr denn? Und lasst uns loslegen, Leute. Welcome to Miami Beach. Enjoy yourself. Ich wünschte, ich würde Liliana heißen. Ich würde mich gerne in Liliana umbenennen, aber ne, es wäre schön, wenn Offset mich schon mal so nennt. Ich habe die Pretty New Me Mixed Collection bestellt. Das heißt, dieses Pretty New Me 2-Wochen-Programm plus noch 2 weitere Dinge, die ihr auswählen könnt. Aber das zeige ich euch jetzt mal ganz genau. Wenn wir das Ganze hier wegnehmen, sehen wir direkt Sticker. Und das Offset-Book, darin wird euch alles nochmal erklärt, da sind ganz viele Infos drin. Da ist auch eine Tabelle drin, wo ihr eure ganzen Werte eintragt. Und ja, einfach super viele tolle Tipps und was zum Reinlegen. Erklärungen zu allen Produkten, die ihr so hier dazu bekommt. Die 2 Sachen, die ich mir extra ausgesucht habe, das sind einmal die Pretty Little Meal Bars. Das sind so ja, Riegel und ich habe mich für Salted Caramel and Crisp entschieden. Da habt ihr auch nochmal alle Infos drauf. Das muss ich jetzt ja nicht alles vorlesen, ne? Das könnt ihr anhalten und euch durchlesen, wenn es euch interessiert. Dann, worauf ich super gespannt bin, das Pretty Little Meal einmal in Karamell Latte. Weil wenn das mein Frühstück ist, dann komme ich damit, glaube ich, sehr, sehr gut klar, weil ich trinke morgens immer einen Kaffee und auch gerne einen Karamell Latte Macchiato. Von daher muss ich da dann, habe ich dann nicht das Gefühl, dass ich auf viel verzichte. Wisst ihr, was ich meine? So, und das ist diese Pretty New Me Collection, die ich auch früher schon mal hatte, als ich mit denen zusammengearbeitet habe. Da habt ihr den Shake, das Pretty Little Meal in Vanilla. Oh, da gibt es auch viele neue Geschmacksrichtungen, aber ich weiß noch, dass ich Vanilla mochte, deswegen habe ich das auch wieder genommen. Dann diesen Mixer, den habe ich auch immer noch vom ersten Mal, also kann ich euch sagen, der hält 5-6 Jahre ohne Probleme. Ich benutze den immer noch oft. Dann habt ihr das Maßband, um eure Erfolge zu tracken. Dann euren Shaker, natürlich ganz wichtig, um da drin eure Shakes fertig zu machen. Dann einmal die Little Helper Kapseln. Das sind die mit dem Sättigungseffekt, also die in eurem Bauch sozusagen aufquellen, wenn ihr dazu genug Wasser trinkt und dass sich der Bauch einfach voller anfühlt. Das hier ist der Little Activator. Das sind die Stoffwechselaktivierungskapseln. So sieht das Ganze aus, Leute. Und heute ist Tag 1. Heute ist der 1.7. Ich werde hier drin jetzt gleich meine ganzen Messungen vornehmen und mich wiegen und so weiter und da sozusagen meinen Startpunkt drin eintragen. Ich weiß nicht, ob ich euch den sagen möchte. Aber ich werde euch auf jeden Fall am Ende berichten, wie viel ich abgenommen habe und wie viel Zentimeter ich verloren habe und so weiter. Ich würde sagen, wir starten direkt damit, dass ich mir einen Shake mache. Und zwar ein Caramel Latte. In diesem Buch habt ihr auch den genauen Ablaufplan für 2 Wochen, den ihr einfach abhaken könnt, damit ihr genau den Ablauf habt und nicht vergesst, irgendwas zu nehmen. Die ersten 2 Tage werde ich wirklich nur diese Shakes trinken, obwohl ich glaube, ich kann auch eine Mahlzeit mit einem Riegel machen. Und dazu muss man dann diese Little Helper Kapseln nehmen und die Little Activator Kapseln. Das heißt, wir orientieren uns jetzt hier an Tag 1. Hier könnt ihr euch auch nochmal für die Pretty Little Meals angucken, wie ihr das mit welcher Milch trinkt. Und ich werde Kuhmilch nehmen. Hier haben wir zum Beispiel auch den Offset Tracker. Da kann ich mich wiegen, hier entlang das immer eintragen und mich auch messen. Rechter Oberarm, linker Oberarm, Hüfte, Taille, Brust, rechter Oberschenkel, linker Oberschenkel. Und da wir ja dieses süße Band hier dabei haben, werde ich das gleich mal machen. Dieses Messen macht ihr nur an Tag 1, 7, 14, 21 und 28. Und das Wiegen findet an Tag 1, Tag 2 und dann immer so in 2er-Schritten statt. Hier steht jetzt schon mal alles, was ich brauche. Ich brauche meinen Shaker, ich brauche meinen Mixer. So Leute, meinen Mixer habe ich gerade schon mal ausgepackt. Da musste ich 2 Batterien hinten reinpacken, das ging aber super einfach. Jetzt geht das Ding ab wie Schmitz' Katze.
Dann brauchen wir hier diese Little Helper. Davon muss ich gleich drei nehmen. Also meine drei Little Helper, Little Activator. Man kann davon auch zwei nehmen, aber ich dachte, wenn ich mir jetzt hier eh so einen Kaffee mache, da ist auch nochmal Koffein drin, dann reicht vielleicht auch erstmal eine. So Leute, ich habe mir jetzt hier meine Milch abgemessen. Und jetzt brauche ich noch einen Löffel. Und jetzt vermixen wir das Ganze, ne? Und jetzt mache ich auch direkt mit euch einen Taste-Test. Also das ist jetzt das Pretty Little Meal in Karamell-Latte. Boah, ich muss sagen, das kann man echt trinken. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das mir zu süß ist, aber schmeckt total lecker. Also nicht wie so ein normaler Karamell-Latte, ne? Wenn ihr ins Café geht, ne? Das könnt ihr auch nicht erwarten, aber es geht schon echt in die Richtung. Also die Geschmacksrichtung ist auf jeden Fall von mir approved. Und Leute, noch eine Sache, die ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft, wenn ihr diese Kapseln nehmt, müsst ihr dazu reichlich Wasser trinken, ne? Also diese Sättigungskapseln, die bringen nichts, wenn ihr dazu kein Wasser trinkt, weil die quellen auf mit Wasser, ne? So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr ein bis zwei große Gläser Wasser zu diesen Kapseln halt immer trinkt, ne? Leute, ich habe den Shake jetzt verdrückt und ich muss sagen, ich bin echt ganz schön voll. Ich bin jetzt mal gespannt, wie gut das so wirkt mit den Kapseln, ob ich bis zum Mittagessen Hunger bekomme. Und ich melde mich wieder zur nächsten Mahlzeit, nämlich zum Mittagsmahlzeit-Ding. Da werde ich so einen Riegel essen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Bin ich gespannt, wie der mir schmecken wird. So Leute, es ist ein paar Stunden später. Ich habe gerade die Waschmaschine angeschmissen, super schlau. Die läuft jetzt im Hintergrund, sorry. Ich mache jetzt Mittagessen, weil so langsam kommt mein Hunger. Und ich esse jetzt so ein Pretty Little Meal Riegel, ne? Zeige ich euch jetzt direkt mal und wir machen wieder zusammen den Taste-Test und ich zeige euch auch wieder, welche Kapseln ich nehme. So Leute, das hier ist jetzt mein Mittagessen. Einmal dieser Riegel hier. Ein Riegel ist eine Mahlzeit. Salted Caramel and Crisp. 24 Vitamine, 200 Kalorien, 15 Gramm Protein. Und sogar vegan, Leute. Ich bin total gespannt. Drei Sättigungskapseln wieder. Ich trinke dazu gleich zwei große Gläser Wasser. Jetzt habe ich zweimal Activator-Kapseln. Man darf ja ein bis zwei nehmen pro Mahlzeit. Leute, ich bin jetzt so gespannt, ne? Sieht auf jeden Fall schon richtig tasty aus. Von innen sieht er so aus. Schmeckt voll gut. Schmeckt richtig gut. Krass, hätte ich nicht gedacht. Mega. So Leute, es ist Abendbrotzeit. Ich mache mir jetzt den Vanilleshake. Den kenne ich schon von früher, den mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Und drei Sättigungskapseln. Die Activator nehme ich abends nicht, ne? Weil ich will ja schlafen auch dann irgendwann. Und mein Fazit vom ersten Tag. Hi, da. Du willst auch, ne? Aber du darfst nicht vor die Kamera. Auf jeden Fall leichter als gedacht. Ich habe jetzt nicht unglaublich Hunger, das geht echt klar und ich kann euch empfehlen, die Detox-Tage zu machen, wenn ihr eh irgendwas zu tun habt, ne? Dass ihr ein bisschen abgelenkt seid und nicht die ganze Zeit chillt und denkt, boah, ich könnte jetzt was essen, sondern macht irgendwas. Dann, ja, Auto Peppa Pig. Dann kriegt man das auf jeden Fall gut hin. So Leute, Mutti meldet sich auch mal zurück. Wir sind mittlerweile an Tag 4. Die ersten beiden Tage waren ja identisch, deswegen habe ich euch am zweiten Tag nicht mehr gezeigt, was ich esse, weil es genau das gleiche war. Gestern habe ich zum ersten Mal wieder gegessen und ich habe meine Mischkostmahlzeit gestern Abend eingebaut, anstatt mittags, weil ich so Lust hatte auf das Abendbrot, was ich gekocht habe. Heute werde ich meine Mischkostmahlzeit mittags einbauen. Einfach, dass ich abends nur noch einen Shake habe. Genau, bis jetzt läuft sehr gut, Leute. Ich habe schon 2 Kilo abgenommen in 3 Tagen. Und bin gespannt, wie das jetzt so die nächsten Tage weitergeht. Mein Hunger hält sich auch in Grenzen. Klar, ich habe auf jeden Fall Appetit auf was Herzhaftes, weil die Shakes, die ich habe, halt auch süß sind, ne? Oder die Schokoriegel. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall aushaltbar und ich bin sehr gespannt, wo die ganze Reise noch hingeht, ne? Ich habe hier meinen Plan, den ich fleißig abkreuze. Seht ihr, dass ich heute Morgen schon abgekreuzt habe und jetzt mache ich gleich Mittagessen. Ich esse nochmal das, was ich gestern Abend gekocht habe, weil da noch was übergeblieben ist, eine Portion. Und heute Abend gibt es dann wieder einen Shake für mich. Genau, was auch noch wichtig ist, ne, wenn ihr eine normale Mahlzeit isst, dann nehmt ihr nur die Little Activator, also die den Stoffwechsel anregen und nicht die Sättigungskapseln, weil ihr nehmt ja normale Nahrung zu euch, ne?
An Tag 7 werde ich mich das nächste Mal wieder abmessen, also Taille, Hüfte, Oberschenkel und Oberarme. Und da bin ich super gespannt, was ich auch vielleicht an Umfang verlieren werde. Was auch ganz wichtig ist, ab den Burn Days, also ab Tag 3, könnt ihr nicht nur euren Shake ganz normal trinken, sondern ihr könnt dann ein Fancy Little Meal daraus machen. In dem Buch findet ihr auch Fancy Little Meal Rezepte. Da könnt ihr euren Shake einfach ein bisschen aufpimpen, ne? Dass ihr so ein bisschen Abwechslung habt. Ich meine, es gibt auch noch eine App, da sind noch einige Rezepte mehr drin, also dass ihr da so ein bisschen Inspo habt einfach. Offset hat aber auch herzhafte Sachen. Also es gibt Bowls und es gibt Suppen und so, nur die sind leider ausverkauft, deswegen habe ich die noch nicht getestet. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Sachen sind, weil ich bin echt ein herzhafter Esser und das ist das, was mir so am schwersten fällt. Und die ersten beiden, 2 Tage war auch ein kompletter Zuckerdetox und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich irgendwie weniger Heißhunger habe, so. Obwohl ich ja weniger esse. Ich würde mal sagen, ich möchte euch nicht überstrapazieren. Ich hoffe, dieses Video ist nicht sowieso schon total lange. Ich starte demnächst nochmal einen neuen Vlog, wo ich euch noch ein bisschen so mitnehme mit dem ganzen Offset-Thema. Und würde sagen, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Bin gespannt, wie es weitergeht und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao Kakao, schöne Grüße an eure Füße. Bis zum nächsten Video. Tschüss.